Tag und herzlich willkommen zur neuen Reihe über Energiekennzahlen im Rahmen der Energietechnik-Vorlesung. Wir wollen uns jetzt also in diesem und den nächsten Videos mit dem Themenfeld der Energiekennzahlen beschäftigen. Das heißt also mit Kennzahlen aus der Energiewirtschaft, die dazu dienen, auf der einen Seite ja, die Qualität von Energieerzeugungsanlagen zu bewerten. Das heißt, wozu dienen diese Energiekennzahlen? Es geht einmal um die Bewertung ja, der Qualität, wie soll ich das mal nennen, der Qualität von Energiesystemen. Also ist ein System gut oder schlecht? Wobei natürlich die Frage ist, wie man das definiert. Aber erreicht es seine Leistungsfähigkeit? Läuft es schlechter als technisch möglich? Dazu braucht man entsprechende Kennzahlen. Und was man natürlich auch machen möchte, mit Hilfe dieser Energiekennzahlen, ist der Vergleich von unterschiedlichen Energiesystemen. Der Vergleich unterschiedlicher Energiesysteme. Das heißt also, wenn man jetzt möchte, wie ist die Energieproduktion, Energieerzeugung eines Kohlekraftwerks im Vergleich zu einer Windanlage? Wie lassen sich aber auch unterschiedliche Windanlagen vergleichen, die in Mitteleuropa oder in Asien stehen? Auch das erfolgt über Kennzahlen. Hier in dieser einführenden Folge wollen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen, was gibt es an typischen Energiekennzahlen oder vielleicht auch den englischen Begriff ergänzt die sogenannten Energy Performance Indicators, also Energy Performance Indicators, um dann im englischsprachigen Kontext zu verstehen, worüber gesprochen wird. Was haben wir also an typischen Energiekennzahlen? Wollen wir die mal einmal auflisten und dann in den nächsten Folgen dann Schritt für Schritt uns näher ansehen. Wir haben also einmal natürlich die zentralste, die wichtigste Kennzahl, das ist der Wirkungsgrad. Ich schreibe dann auch mal direkt mal den englischen Begriff dazu, das ist natürlich dann die Efficiency. Also das heißt, das Verhältnis der Energie, die ein System erzeugt, im Verhältnis zu der Energiemenge, die in ein System eingegeben wird. Also bei einer Photovoltaikanlage das Verhältnis aus der elektrischen Energie, die erzeugt wird, bezogen auf die solare Strahlungsenergie, die auf die Photovoltaikmodule fällt. Dann haben wir als zweite zentrale Kennzahl die sogenannten Volllaststunden oder Vollbenutzungsstunden. Volllaststunden oder auch manchmal als Vollbenutzungsstunden bezeichnet. Das ist im Englischen sind das die Full Load Hours, wo wir auch als FLH abgekürzt. Dazu zählt man dann auch noch die sogenannte ja, Benutzungsdauer, wird das dann im Deutschen genannt. Ein etwas anderes Verhältnis, das sind die sogenannten Peak Load Hours. Als weiteren Faktor, der weitere Kennzahl, die sehr nah an den Vollerstunden ist, ist der Nutzungsgrad. Nutzungsgrad einer Anlage, da spielt dann also, das wird dann noch normiert. Die Vollerstunden haben wir also 1,5 Stunden oder die Zeit. Währenddessen der Nutzungsgrad eine einheitenlose Zahl zwischen 0 und 1 ist. Im Englischen ist der Nutzungsgrad der Capacity Factor. Und dazu oder ergänzend gibt es dann auch noch den sogenannten Belastungsfaktor. Im Englischen ist es dann der Load Factor, der dann ebenfalls eine Verbindung hat zur Benutzungsdauer, ebenfalls eine einheitenlose Zahl.
Was haben wir noch an Kennzahlen, die in der Energiewirtschaft oder Energietechnik eingesetzt werden? Das ist dann der sogenannte Bedarfsfaktor. Bedarfsfaktor. Im Englischen ist es der Demand Factor. Also weitere Kennzahl, die man benötigt. Und damit im Zusammenhang steht dann der Reservefaktor. Im Englischen direkt übersetzt Reserve Factor, der also widerspiegelt, wie das Verhältnis der maximal genutzten Leistung im Fall zur ausgebauten Leistung ist. Das werden wir dann noch im Detail sehen. Dann haben wir als weiteren Faktor noch den sogenannten Gleichzeitigkeitsfaktor. Gleichzeitigkeitsfaktor. Im Englischen der Diversity Factor. Der widerspiegelt, wenn jetzt mehrere, vom Verbrauchssektor ist das eine relevante Kennzahl, wenn es mehrere Verbraucher haben mit einer maximalen Leistung, die bezogen werden kann. Normalerweise ist es so, dass diese Verbraucher niemals gleichzeitig ihre maximale Last abrufen, sondern dass es da einen Faktor gibt, kleiner als 1, sodass also diese maximale theoretische Last niemals abgerufen wird, was natürlich bei der Planung von Stromnetzen insbesondere relevant ist. Da denkt man zum Beispiel an einen Straßenzug mit einzelnen Haushalten. Dann ist es natürlich bei den Haushalten so, dass die niemals gleichzeitig oder in der Regel nie ihre maximale Stromlast aufbringen oder die maximale Leistung aus dem Netz ziehen, sodass man auch bei der Planung dies berücksichtigen kann, dass also das Netz niemals mit der theoretisch maximalen Last belastet wird. Ja, und dann die letzte Kennzahl, mit der wir uns noch beschäftigen wollen, ist dann die Verfügbarkeit. Das ist also dann noch unterschieden in die zeitliche und technische Verfügbarkeit. Also eine weitere Kennzahl, die Aussagen darüber gibt und dann sogar noch stärker als die übrigen Kennzahlen hinsichtlich der, der Qualität einer Anlage. Also ist die Anlage technisch verfügbar, ist sie in der Lage, Energie zu erzeugen. Das ist im Englischen dann halt die Temporal beziehungsweise die Technical Availability. Also die zeitliche oder technische Verfügbarkeit, mit der wir uns dann beschäftigen werden. Und in den nächsten Videos werden wir uns nun mit diesen einzelnen Kennzahlen beschäftigen, ein paar Beispiele uns dazu ansehen und dann auch noch ergänzende Informationen einfließen lassen, also Dauerlinien, die sogenannte sortierten Dauerlinien, die also helfen bei der Interpretation von diesen Kennzahlen, die Unterscheidung in Spitzenlast, in Mittellast, in Grundlast, wie sich das unterscheiden lässt, das wollen wir uns dann in den nächsten Videos Schritt für Schritt einmal ansehen.